So, hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder, zurück bei Crysis 2. Wir sind jetzt auf dieser Insel angekommen, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Das werden wir bestimmt nochmal hören, das macht also nicht allzu viel. Und bevor wir jetzt hier weitermachen, Moment, nachladen, 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 schauen wir uns mal unsere neuen Fähigkeiten an. Wir haben nämlich 12.000 Punkte in der Zeit gesammelt, das ist ein ganzer Haufen, finde ich. Was können wir denn da kaufen? Stealth-Verbesserung. Schnellerer Wechsel in und aus dem Stealth-Modus. Verringert Energieaufwand im Stealth-Modus. Das hört sich gut an. Das kaufen wir direkt. Das rüsten wir auch aus. Ist das jetzt schon ausgerüstet? Jetzt ist es ausgerüstet. Laufreibung, Luftreibung. Da nehmen wir noch das da. So, das sieht alles... Ups. Das sieht alles sehr gut aus. So, wir haben leider... Wow. Wir haben leider gar keinen Schalldämpfer oder sowas. Das nervt mich ein bisschen. Was? Warum kann ich den denn angeblich nicht treffen? Das hat nicht lange gedauert, was? So, okay, dann schauen wir mal, dass wir hier... sollten Sie ein wenig vorsichtiger sein. Tarnfeld aktiviert. Ich stelle mich jetzt erstmal hier rein, dass meine Energie wieder voll geht. Ach, wir brauchen doch gar nicht nachladen. Ach, Mann. Sichtkontakt verloren. Vielleicht ist hier oben ja irgendwie ein Sniper oder sowas, wo man ein bisschen ausschalten kann. Das wäre ganz praktisch. Bis jetzt nicht. Aber hier ist auf jeden Fall ein Gegner. Es piept, es signalisiert mir, hier ist jemand. Klar. Ah, schaut mal da. Die werden wir uns jetzt erstmal borgen. Ich bin sicher, da draußen ist jemand. So. So, wir machen jetzt hier ein bisschen Action, Leute. Das ist aber nicht weiter schlimm. Guck mal, was wir da haben. Bam! In your face! Kabusch! Wow. Ich glaube, das behalten wir sogar eventuell. Der Sniper ist ganz... Ich habe ihn verloren. Was ist denn das für ein Geräusch? Ins Gesicht! So. Wir kommen nicht höher, oder? Jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Boom! Booyakasha! Habe ich keine Muni mehr? Oh, okay. Damit hat sich das dann erledigt. Dann gehe ich noch schnell hoch und sammle wieder meine Schroti ein. Zack! Da haben wir sie. So. Machen wir uns mal langsam, aber sicher auf den Weg. Ich weiß gar nicht, wo... Prism heißt die Insel. Jetzt ist mir eingefallen. Ja, jetzt machen wir uns mal auf den Weg Richtung... ich weiß gerade gar nicht genau, wo wir hin sollen überhaupt. Hören Sie mich? Tarnfeld aktiviert. Oh, ich lade immer automatisch nach. Das ist so ein Reflex. Ich weiß nicht, das mache ich irgendwie immer. Auch wenn das bei der Waffe total unnötig ist. Oh Gott. So, komm, stirb, du Sau! Hallo?
da ist noch einer, aber ich krieg den irgendwie nicht. Der ist doch doof. Ja, also. So, hier haben wir jetzt ein bisschen Munition. Oder? Ach, Granaten. Okay, jetzt darf ich aber nachladen. Jetzt ist das Oh, endlich. Endlich. Juhu. Wir haben eine normale Waffe. Das gibt's ja gar nicht. Schalldämpfer. Zack. Oh, jetzt ich drücke immer, ich will immer beenden mit Escape. Allerdings funktioniert das ja da gar nicht. Oh, hier könnte ich jetzt das Sniper gut gebrauchen. So, aber ich habe jetzt leider keinen Sniper mehr dabei. Das heißt, wir müssen uns irgendwie so weiterhelfen. Aber unser Unsichtbar ist ja gerade sehr gut aufgerüstet. Wir verlieren ja kaum Energie, was sehr geil ist. Oh, 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 zack. Und... yeah, schön. Munition. So, jetzt warte ich eben kurz, bis die Energie wieder da ist. Und dann kann es auch schon weitergehen. Hier muss ich gar nicht hin. Wo muss ich denn hin? Was, was? Hä? Hallo? Habt ihr das gerade gesehen? Der will nicht sterben. Das gibt's ja gar nicht. Tja, so machen coole Leute das. Die verschwinden einfach. Okay. Langsam. Hören Sie gut zu, Alcatraz. Lockhart hat bei der nächsten Kontrollsperre eine EMP-Falle für Sie eingerichtet. Wenn sie wie geplant losgeht, grillt sie die Systeme der Nanohülle und ihre Synapsen wahrscheinlich gleich mit. Wir können die Falle zwar nicht umgehen, aber wir können sie austricksen. Es gibt eine Nebenstation für die Energieversorgung des Prism am Ostufer. Ganz in ihrer Nähe. Erreiche die Trafostation. Komme ich jetzt bald mal aus dem Haus raus? Das ist ja hier voll der verwirrende... Oh, verdammt. Aus Versehen ausgemacht. Ja. So, wir versuchen jetzt aber so unbemerkt wie möglich. Wo müssen wir hin? Da müssen wir rein. Das geht auf jeden Fall unbemerkt, das weiß ich. Man kann sogar unbemerkt wieder dort raus gelangen. Das geht auch. Ich weiß nur nicht, wie wir jetzt da reinkommen sollen erstmal. Okay, damit hat sich das schon erledigt, die Frage. Oh. Ich glaube, das wird schwierig. So, okay, jetzt sind wir wieder unsichtbar. Jetzt versuchen wir mal. Ich weiß den genauen Weg gar nicht. Da ist es ja schon. Ich muss also doch hier rein. Ach, verdammt. Das heißt, ich werde jetzt eben schnell hier nochmal warten, bis meine Energie wieder komplett voll ist. Und dann rushen wir da zusammen schnell rein. Wobei zusammen in dem Fall heißt einfach nur ich. Yeah, Mond, Sonne, Mond und Sterne, leuchtet die Laterne. Yeah. Ah, da haben wir ja den Eingang. Nochmal frisch Muni. Okay, haben wir noch? Lockhart weiß es zwar nicht, aber die Energieversorgung für seinen EMP-Angriff läuft über diese Station. Und die ist bald überlastet. Wenn sie den Notfall-Shutdown auslösen können, wird der Kreislauf unterbrochen. Und wenn die Systeme wieder oben sind, kann es keine größere Energieentladung mehr geben. Er wird es nicht merken, weil es nicht angezeigt wird. Aber wenn er auf den Auslöser drückt, wird er versagen. Okay, jetzt habe ich aber wieder ein Problem. Ihr seht es vielleicht schon.
Es ruckelt gerade, was allerdings nicht mit der Grafikeinstellung zu tun hat, denn es lief ja die ganze Zeit flüssig. Das habt ihr ja gesehen. Das hat gerade echt krasse Abbrüche hier. Ich brech mal eben schnell die Aufnahme ab. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. So, da bin ich wieder in der Hoffnung, dass es wieder geht und... Na, nicht so ganz. Nein, die will ich doch gar nicht. Hä, was ist das denn jetzt hier gerade? Moment, gleich wieder da. So, jetzt bin ich wieder da und... Es ruckelt immer noch, oder? Nein, es geht jetzt wieder einigermaßen. Das heißt, ich werde jetzt schnell weitermachen. Oh. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe es schon mal gehabt in... Ich glaube sogar auch in Crysis und in Dishonored meine ich auch. Aber das muss jetzt irgendwie gehen. Das wird auch schon irgendwie gehen. Das ist nichts. So, hier kommt man durch, ohne die kompletten Gegner zu killen. Das weiß ich, weil ich es schon mal gemacht habe. Sieht sicher aus. Ja, sieht sicher aus. Ist ja auch G-Unit. Zack. Oh, 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 oh. Was? Okay, jetzt ist es dunkel. Und jetzt so schnell wie möglich raus da. Cell hat das Ganze bestimmt mitgekriegt und ist unterwegs, um es zu untersuchen. Verlasse die Trafostation. Der Strom ist schon wieder ausgefallen. Überprüfen oh, das war richtig knapp gerade. Aufpassen! Es kann Ärger geben! Ah. Was? Was? Wieso ist denn hier? Ah! 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 Ich will nicht sterben. Hallo, Schnauze, ich sehe nichts. Natürlich. Warum ist denn da die Tür jetzt zu gewesen? Was soll denn das? Nicht angezeigt wird. Ah, aber wenn er auf den Auslöser drückt, wird er versagen. Wisst ihr was? So, wir killen jetzt eben einfach die Gegner, das muss auch irgendwie gehen. Bitte komm. So. Der ist tot! Wir haben hier einen Toten! Ja, ach was. Da ist er wieder. So. Einer müsste aber eigentlich noch da sein. Und zwar hier vorne. Ne, den habe ich auch, so wie es aussieht. Ausgezeichnet. Und jetzt so schnell wie möglich raus da. Cell hat das Ganze bestimmt mitgekriegt und ist unterwegs, um es zu untersuchen. Alter, was halten die denn aus? Nein, ich will die Waffe nicht. Ich will meine. Nein, ich will doch meine. Hallo. Wo ist meine? Habe ich meine jetzt nicht mehr? Scheiße, keine Lebenszeichen. Meine Waffe ist weg. Etwas ist da draußen. Wow. Alter. Jungs, erschreckt mich doch nicht so. Was macht ihr hier für eine Scheiße? Ich will doch bloß meine Waffe wieder haben. Dann nehme ich mir halt die. Hä, hab ich die jetzt etwa noch oder wie? Nee, hab ich nicht. Ich sag doch, ich hab die jetzt nicht mehr. Was soll das? Und es fängt wieder an.
Verstanden. Finden Sie. Gebiet durchsuchen. Das Ruckeln tut mir leid, das müsst ihr mir verzeihen. Das ist, ich kann da jetzt gerade nichts machen. Was? Oh! Mann am Boden! Oh! Boah, Alter. Ja, ihr könnt mich natürlich sehen, ist klar. Ja, habe ich jetzt Tarnfeld aktiviert? Ja, habe ich. So. Oh. So. Jetzt warte ich hier eben schnell. Zack. Los, Energie, schnell, 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 schnell. Hallo? Achso, ich habe das Tarnfeld aktiviert. So. Whoop. Und weiter geht's. Ich hoffe, ich krieg, wenn ich Glück habe, diese Woche noch meine neue Grafikkarte. Die dürfen gar nicht ich werde wahrscheinlich dann... Getan haben. Oh, jetzt redet er gerade. Ich werde wahrscheinlich dann, wenn ich eine neue Karte habe, mein Windows nochmal komplett neu aufspielen. Ich glaube, das ist mal notwendig. Und dann müsste das eigentlich mit der neuen Karte dann, neuem System, eigentlich super laufen. Hoffe ich zumindest. Und dann kann ich loslegen, auch in Ultra müsste das dann laufen. Da freue ich mich schon drauf, ihren Schnitzel. Ist ja klar. Sie schicken Verstärkung zur Trafostation. Dann könnt ihr das natürlich auch gut für euch. Könnt ihr natürlich Crisis und was da noch alles kommt, so in Ultra-Qualität genießen. Sie dürfen jetzt nicht versagen. Warum lädt der nicht nach? Ah, jetzt. Tarnfeld aktiviert. Ach, komm. Was? Wo soll ich hin? Soll ich jetzt wieder hier raus, oder wie? Ach nee, ich soll, glaube ich, nach da hinten. Kann man hier rum? Natürlich kann man hier rum. Fett gecheatet. Tarnfeld aktiviert. Sag ich doch. Betritt das Pförtnerhaus. Das machen wir. Ich finde es jetzt halt doof, dass ich meine Waffe verloren habe. Das finde ich echt extrem schade gerade. Tarnfeld aktiviert. Oh, oh. Das dürfte interessant werden. Das ist es, Gentlemen. Was? Was? Schalter umlegen. Ihr habt mich nicht. Ah! Das sah aus wie EMP. Explosion bestätigt. Öffne innere Tür. Innere Tür aktiviert. Es geht los. Aktiviert. Sobald Sie Sichtkontakt haben, meine Herren, erledigen Sie ihn. Wir gehen diesmal kein Risiko ein. Okay, da kann ich auch nicht drauf drücken. Alcatraz, links von Ihnen ist ein Abflussgitter. Zerstören Sie es und nehmen Sie die Kanäle zum Fluss. Ich entriegele die Wartungstür und übermittle Ihnen Lockhards Position. Los. Los jetzt. Achtung auf Querschläger, etwas oh. Platz lassen! Hallo, schlag doch zu! Na also. So, schnell weg hier. Aber in welche Richtung? Eliminiere Kommando. Er ist weg! Er ist nicht mehr hier! Was zum Teufel ist da draußen los, Gelb 6? Kommen! Ich glaube, ich lauf hier extrem in die falsche Richtung. Ich lauf nochmal zurück. Jetzt lauf halt. Fähiger. Okay, wie komme ich da jetzt hoch? Muss ich denn alles selber machen? Ihr seid die Elite-Soldaten. Ihr habt Ausrüstung. Hat mal jemand die Eier und legt diesen Blecharsch um? Der Blecharsch. Ich habe sie gewarnt, Lockhart. Ich sagte, sie sind dem nicht gewachsen. Ihr kleines Machtspiel ist vorbei. Sie sind der nächste, alter Mann. Wenn ich mit dem Arsch im Anzug fertig bin, Moment, ich stelle mich erstmal schon hin. Neue Energie sammeln. Ich blase Ihnen das senile Hirn raus. Bessere Männer als Sie haben das versucht. Bessere Männer als Sie und Wesen, die so weit über Menschen stehen, dass es ihre Vorstellung übersteigt. Alcatraz, töten Sie ihn. Alles okay. Was ist das? Er ist nicht mehr im Tarnfeld.
Erstmal schnell hier rein. So. Geht die Tür auch zu? Nein, die geht natürlich nicht zu. Die Tür geht nicht zu. Tarnfeld aktiviert. Niemand sieht sein Geld, bis ich den Arsch im Anzug habe. Oh! Mann am Boden. Hallo? Hallo? Na also, geht doch. Warum nicht gleich so? Tarnfeld aktiviert. Bam! Oh Gott, mit was schießt er denn? Leck mich, Blechdose! Mit einem Gauss-Geschütz. Du musst ein Gauss-Gewehr aus Teil 1 sein. Nein, doch nicht. Das ist ein Jackal. Das werde ich doch gleich mal ausprobieren. Oh, bam! Gute Arbeit. Und jetzt bringen wir sie rein. Ich öffne jetzt den Eingang zu Prison. Ja, öffne mal, öffne mal. Haha, Licht kaputt. So, dann nehmen wir uns doch mal wieder unsere Waffe. Es sei denn, wir finden hier jetzt mal... Nee, das will ich nicht. Ich bin kein Fan von diesen ganzen Alien-Waffen. Ich finde die Menschenwaffen eigentlich ganz schön. Oh, komm. Ach, Leute, da steht ja auch noch einer. Nicht mehr. So, wo soll ich hin? Tarnfeld aktiviert. Wo soll ich denn? Ach, da lang soll ich. Alles klar. Was geht, Keule? Kollege, yeah, Schwirre. Yeah, krass. Fett ins Maul rein und so, was? Ach, die sehen mich doch jetzt. Oh je. Oh je, das war so klar. So ist's gut. Perfekt. Danke, Miss Strickland. Vorbildlich. Checken Sie ihn durch. Und dann lassen Sie ihn ins Labor bringen. Wir müssen ihn so bald wie möglich vorbereiten. Die Zeit ist massiv gegen uns. Warnung. EMP-Shutdown. Alle Systeme gestört. Umschaltung auf Kernfunktionsmodus. Priorität auf Lebenserhaltung. Warnung. So. Aufwachen, Marine. Jetzt wird nicht gestorben. Bewegen Sie Ihren Arsch zurück in den Kampf. Zu der Synchronisation sage ich jetzt mal gar nichts. Nur ein weiterer Frontsoldat, fürchte ich. Prophet hätte uns mehr sagen können. Wenigstens ist der Nano-Anzug intakt. Das ist das Einzige, was zählt. Den Rest werde ich improvisieren, sobald ich drinstecke. Ah, mein junger Freund. Ich wollte Ihnen das eigentlich ersparen, dass Sie das mitkriegen. Aber der Nano-Anzug ist unkooperativ. Ah ja.
Dann fangen wir mal an. Die sehen irgendwie nicht so gesund aus. Es sieht aus, als würden sie ziemlich wehtun. Au! Hey! Ich bedauere diesen Verrat wirklich, aber ich habe leider keine Wahl. Man hat immer eine Wahl, du Bob. Ich brauche den Anzug. Diesen speziellen Anzug, damit überhaupt Hoffnung besteht, die Seth jemals aufzuhalten. Tja, ein einfacher Soldat reicht dafür nicht aus. Ich verstehe nicht, was hier vorgeht. Sie sind dabei, Prophet. Ihr Anzug kennt die Nanosysteme der Seth. Sie müssen zurück. Sie sind unsere größte Hoffnung. Sie verdammter Dreckskerl! Sie wussten es. Sie wussten, dass die Anzüge symbiotisch sind und was sie mit meinen Männern machen würden. Sie haben wandelnde Leichen aus ihnen gemacht. Ich habe sie zu posthumanen Kriegern gemacht. Sie sind ein Soldat. Betrachten Sie es einfach als notwendig. Sie haben uns belogen! Tja, vielleicht bin ich wirklich zu geizig mit der Wahrheit umgegangen. Aber welche Wahl hatte ich denn? Und welche Wahl haben Sie jetzt? Die Chef kommen, Prophet. Schon bald. Glauben Sie, wir können sie mit normalen Soldaten besiegen? Diesen Krieg können normale Menschen nicht gewinnen. Das ist die Zukunft. Der Tod ist eine Unannehmlichkeit, sonst gar nichts. Wir alle sind so gut wie tot. Zellulare Überladung. Schluss mit der Schlacht. Der Anzug verweigert die Trennung. Er überlädt. Haltet ihn auf. Tötet ihn, falls nötig, aber beschädigt nicht den Nano-Anzug. Nur Kopfschüsse. Netter Versuch, Blechdose. Sagen Sie gute Nacht. Was? Wer? Ach, die Pirates. Terra, nein. Terra heißt... Terra, hören Sie mich an. Es ist okay, Sie sind sicher. CIA, Special Operations Group. Vor 3 Jahren bei den SEALs rekrutiert. Ich habe Ihrem Trupp befohlen, Prophet und Gould rauszubringen. Ja, ist jetzt natürlich alles im Eimer. Okay, für Erklärungen ist später Zeit. Jetzt brechen die Seth hier rein und wir müssen Hargreave rausschaffen. Ja, das werden wir auch tun. Allerdings machen wir hier einen Cut. Der Mann ist völlig verrückt. Schnauze jetzt, Mann! Ich will hier labern. Was soll das Geschwalle? So, Leute, hier machen wir einen kleinen Cut. Das war doch eine super Folge, finde ich. Auch wenn ich einmal gestorben bin, aber ich meine, gut, das kann jedem guten Spieler passieren. Hahaha, lustig, lustig. Nein. Also, Leute, wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder rein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Los, wir müssen hier weg.